Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Millies Bundle von Luciano. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Luciano Millies, das Ganze am 30. August erschienen. Wir haben hier ein Alu-Beutelchen, ein Alu-Bundle, also habe ich so auch noch selten gesehen. Ich meine, man kennt das natürlich aus anderen Bereichen, dass da diverse Ware irgendwie Vakuum verpackt wird, aber dass hier ein Bundle eines Musikers verpackt wird, das ist für mich neu. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Bevor wir das Ganze öffnen, nehmen wir uns noch einmal kurz diesen Sticker hier vor. Und zwar lesen wir hier Luciano Millies Limited Deluxe Bundle 0646 von 3000. Okay, also die Nummer 646, das gefällt mir schon mal richtig gut, denn man hat sich hier die Mühe gemacht, das Ganze durchzunummerieren und entsprechend auch die Gesamtauflage bekannt zu geben. Also 3000 Bundles gab es insgesamt, meines ist Nummer 646 und das sollten sich einige andere Rapper ein Beispiel dran nehmen. Also ich würde mir generell wünschen, dass man das irgendwie so einführt für Boxen, für generell alle Sachen, die man irgendwie so limitiert verkauft, dass man das transparent gestaltet und durchnummeriert. Gut, genug dazu. Oben links haben wir den Barcode, unten drunter haben wir dann den Albumtitel Millies und die Credits. Und dann lesen wir hier noch Limited Deluxe Bundle, Loco Squad und Urban. Gut, auf der anderen Seite, auf der Unterseite ist das glatt in dieser Alu-Optik gehalten. Wir haben hier unten rechts noch einen Barcode, hier lesen wir auch wieder Millies. Es ist jetzt die Frage, wo wir das Ganze am besten öffnen. Ich befürchte, wir werden nicht daran vorbeikommen, diesen Beutel wirklich zu beschädigen. Deswegen werden wir einfach mal hier eventuell mal einschneiden, mittig. Ja, und dann hier einfach mal dieser Längsnaht folgen. Okay, also bevor wir den Beutel jetzt komplett aufreißen, schauen wir mal, dass wir den Inhalt hier rausbekommen. Also Album, Karte und Weste. Mehr ist hier nicht drin, so sieht das von innen aus. Wir packen Beutel, dieses Bundle mal zur Seite. Und bis auf die Karte sind die anderen Inhalte auch noch in Folie. Bedeutet, wir werden mal das Album aufschneiden. So, einmal. Und dann werden wir natürlich auch noch die Weste aus ihrer Verpackung befreien. So. So, Weste gedaumelt zur Seite. Und wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, Millies. Es ist das dritte Soloalbum von Luciano. Das Ganze kommt in einem Jewel Case. Hier oben lesen wir einmal Luciano, hier lesen wir dann in Gelb Millies. Unten rechts haben wir dann hier noch einen Aufdruck, da lesen wir auch nochmal Luciano, Millies und Universal Music. Dann haben wir hier scheinbar den jungen Luciano abgebildet, der hier mit einer Pistole auf uns zielt. Und darunter haben wir einen Wagen. Also es dürfte wohl die Front eines Rolls-Royce sein. Und hier sehen wir auch ganz gut die Figur hier auf der Motorhaube, den Spirit of Ecstasy. Jawohl, hier an der Seite in Grau gehalten. So sieht das dann aus, Luciano Millies. Und auf der Rückseite haben wir dann 17 Tracks an der Zahl. Features sind dabei von Summer Jam, Uvo 361, Lil Baby, Rin, Samra und Kalim. Also hochkarätige Features. Hier dann wieder das Auto, also dieser Rolls-Royce. Hier sogar noch besser zu sehen. Also hier ist so etwas unscharf und schwarz-weiß. Hier dann etwas schärfer das Bild. Unten rechts ein Barcode und die Credits.
Dann schauen wir mal hinein. Kommen wir zum Booklet. Wir haben hier auch wieder das Auto. Hier lesen wir wieder. Achso, sorry. Hier ist die erste Seite. Hier haben wir Luciano mit einem Ferrari-Lenkrad. Okay, also Autos spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Dann hier in einem Cabrio sitzend. Dann hier eben nochmal die Front des Rolls-Royce. Dürfte auf jeden Fall ein älteres Modell sein, so wie man das hier sieht. Dann haben wir weitere Aufnahmen hier vor diesem Ferrari. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das ein Ferrari Testarossa. Korrigiert mich, falls ich falsch liegen sollte. Dann die Credits, also wer hat welchen Track produziert, das können wir hier nachvollziehen. Nochmal die Kühlerfigur der Spirit of Ecstasy. Gut, das war's soweit. Hier zum Abschluss gibt es dann nochmal Luciano, eventuell so als Wendecover verwendbar. Ich werde es beim regulären Cover belassen. Die Album-CD sieht dann so aus, also auch hier wieder Rolls-Royce. Luciano sollte echt mal irgendwie mit denen reden, dass die ihm da irgendwie Geld dafür geben, dass er hier die Marke so übermäßig repräsentiert. Auch hier wieder die bekannte Kühlerfigur. Was viele fälschlicherweise denken, kurzer Einwand hier, dass das eine Gestalt ist und das hinten sind die Flügel, also quasi ein Engel hier von Rolls-Royce. Das ist nicht der Fall, das stellt eine junge Frau dar und das, was da hinter ihr herweht, sind keinesfalls Engelsflügel, sondern ein Kleid. Also für die von euch, die damit ein bisschen mehr anfangen oder die mit diesem Insiderwissen ein bisschen angeben wollen. Luciano lesen wir hier oben rechts, unten Millis und dann haben wir hier so eine Wackelkarte. Es ist keine Autogrammkarte, sondern hier so eine Wackelkarte. Wir haben hier zwei Bilder. Einmal, wie sollte es anders sein, wieder diese Motorhaube und hier dann der junge Luciano. Rückseite blank weiß. Das Ganze kommt im Hochformat. Und als letzten Bundle-Inhalt, als Inhalt Nummer 3, haben wir hier etwas sehr Ungewöhnliches. Also Kleidung gab es ja schon zuhauf, gerade in der letzten Zeit sind ja Kleidungsstücke so präsent wie nie in Rap-Boxen, auch mit verschiedenen Größen. Diese Weste hier war Unisize, also man konnte das in der Größe nicht frei wählen. Und diese kommt in schwarz daher. Wir haben hier eine komplett schwarz gehaltene Weste, bis auf hier unten haben wir einen Patch. Es kommt jetzt im Licht nicht ganz so rüber, aber ist die Frage, das ist so ein Neongelb. Also ist so ziemlich genau das Gelb, was auch hier beim Artwork verwendet wurde. So in dieser Farbe ist das hier gehalten, auch wenn das jetzt bei diesem Licht hier nicht so ganz rüberkommt. Das Ganze ist hier abnehmbar, also wirklich wie ein Patch hier mit Klettverschluss. Kann man dann natürlich auch auf die andere Tasche machen. Wir haben hier ohne Ende Taschen, also diverse Zipverschlüsse. Hier haben wir auch nochmal einen Reißverschluss. Hier haben wir einen Reißverschluss. Okay. Dann haben wir hier noch zwei kleine mit Klettverschluss. Plus noch eine dritte mit Klettverschluss. Und auch noch hier eine mit Zipverschluss. Also ohne Ende Taschen und Möglichkeiten, irgendwelches Zeug zu verstauen. Das Ganze ist dann hier mit so einem Verschluss zweifach zuzumachen. Bedeutet, wir haben hier oben so eine kleine Schnalle und unten kann man hier dann entsprechend zumachen oder natürlich auch offen tragen. Von innen sieht das dann so aus. Also auch hier wieder diese Netzoptik. Rechts genauso. Wir haben hier nochmals zwei Reißverschlüsse. Okay. Und ansonsten war es das, glaube ich, von der Innenseite. Jawohl. Außen, was ich fast übersehen hätte, haben wir dann hier noch einen Haken. Der ist hier so mit einer Schlaufe festgemacht. Da kann man irgendwelche Sachen einhaken. Und von der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Und innen eben komplett mit dieser Netzoptik. Das Ganze ist auch hier noch voneinander getrennt und eben nur oben und unten vernäht und zwischen den beiden Enden kann man hier auch gut durchgreifen. Ja, wir haben hier noch einen
Jetzt haben wir hier einen Millis-Aufdruck, also einen Aufnäher. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir irgendwie einen Zettel vorfinden. Ja, das schaut gut aus. Bezüglich Material und Herstellung. Was lesen wir hier? Oberstoff 100% Polyester, Futter 100% Polyester. Und das Ganze ist Credible Crew GmbH in Wörden, Neuenkirchen, Wörden. Okay, Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Bundle-Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Weste in schwarz gehalten mit diesem Patch hier, abnehmbar. Kann man natürlich auch ohne tragen, ganz wie ihr wollt. Dann haben wir mit dabei diese Wackelkarte, einmal das Auto, einmal der junge Luciano, sowie natürlich das Album an sich, Millis, mit insgesamt 17 Tracks und 6 Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Millis von Luciano. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Luciano unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.